Ich würde mich gerne im Herbstwald umgucken, aber ich verlaufe mich immer. Du willst spazieren gehen? Hast du Spot denn schon was zu trinken gegeben? Ja, Opa, es ist alles erledigt. Na, dann hast du dir auch einen kleinen Spaziergang verdient. Aber gib Acht, der Herbstwald ist groß und dicht, wie mein Bart. Man kann sich leicht darin verirren, ebenfalls wie in meinem Bart. Das habe ich schon gemerkt. Am besten du nimmst meinen Kamm, ich meine Kompass. Ach, wo habe ich ihn nur hingelegt? Ah, ich weiß. Er liegt im Wohnwagen unter dem Bett. Prima, danke Opa. Unterm Bett war das, nicht wahr? Ja, unter dem Bett. Ich nasche nachts gerne noch einen Löffel. Du naschst davon? Vom Kompass? Ich weiß, dass es ungesund ist, aber in meinem Alter... Bist du dir sicher, dass du den Kompass meinst? Nicht vielleicht Kompott? Kompott? Was unterstellst du mir da? Hast du etwa in meinen Aufzeichnungen geschnüffelt? Und überhaupt, wenn ich so etwas planen würde, dann ginge dich das gar nichts an. So ein Kompott kann große Kreise ziehen. Ein Kompott, das große Kreise zieht? Ja. Also halte besser deine Nase daraus. Och, Opa, du meinst Komplott. Du planst ein Komplott. Ein Komplott? Wovon redest du nur? Ein Komplott muss man nicht groß planen. Ich habe gerade vorhin eines angelegt. Direkt hinter dem Wohnwagen. Das war ein Kompost. Unmöglich. Den Kompost habe ich doch immer bei mir. Den Kompost? Ja, er ist in meiner Hose. Da bin ich mir ganz sicher. Moment, hier ist er. Opa, das ist nicht der Kompost, das ist der Kompass. Ja, aber wo ist dann der Kompost? Kannst du mal bei mir unterm Bett nachsehen? Mach ich. Später. Erinnere mich einfach nochmal dran. Erst einmal gehe ich in den Herbstwald. Aber sei rechtzeitig zum Mittag wieder zurück. Hörst du? Nein, danke. Es gibt ja doch wieder nur Petroleumsuppe. Was war das? Ach, nichts. Danke, Opa.